Willkommen zum zweiten Unboxing-Video von Umtausch ausgeschlossen. Diesmal mit dem PSA 1 von Rode. Das ist ein Gelenkarm, das dazugehörige Mikrofon habe ich schon in dem anderen Video vorgestellt. Das kann ich hier auch mal verlinken. Dort könnt ihr das gerne nachholen. Tja, ich habe es endlich mal geschafft, ein zweites Video zu vertonen. Das Wochenende war ja voll mit Let's Plays, dann war die WM noch gewesen und weiß der Teufel noch alles. Ja, fangen wir doch mal an, warum ich mir das überhaupt gekauft habe. Also, ich habe es ja schon mal in dem anderen Video erwähnt. Ich hatte vorher so ein normales Mikrofonstativ, wenn ich das mal so sagen kann. Also das, was sich eigentlich jeder kauft, wenn er seine Gesangskarriere startet. Dieses Mikrofonstativ habe ich dann natürlich auch für die Aufnahmen genommen, bis mir dann irgendwann der Schwenkarm abgebrochen ist und ich kurzerhand ein neues bestellen musste. So, hier habe ich das mal ausgepackt, beziehungsweise aus der Verpackung zumindest schon mal geholt. Dort gibt es einmal so eine Gewindeschraube, die kann man unter das Mikrofon schrauben, damit das in die Fassung passt. Dann gibt es einmal zur Tischmontage, da muss man allerdings in den Tisch bohren. Den Gelenkarm kann man dann da dort reinstecken. Und dann gibt es natürlich noch die obligatorische Installationsanleitung. Die darf natürlich in keinem Unboxing-Video fehlen. Und zu guter Letzt, zumindest bei dem Zubehör, auch nochmal zur Tischmontage, aber diesmal mit Bolzen. Dort muss man auch nicht bohren, also einfach, man sieht es gleich nochmal, das was jetzt unten ist im Bild, dort kann man den Gelenkarm reinstecken und oben ist wie gesagt schon der Bolzen, mit dem man das ganze Gerät dann am Tisch montieren kann. So, dann ist hier der eigentliche Gelenkarm, aber dafür habe ich wieder eine zweite Hand gebraucht, die gerade an der Kamera ist. Deswegen machen wir hier eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier steht es auch schon drauf, Vorsicht Sprengung. Da habe ich natürlich mal mein Messer genommen und direkt durchgeschnitten, ohne jegliche Vorsichtsmaßnahme. Alles nur für euch. Und dann hätte ich natürlich auch fast eine Gesichtsmassage bekommen von dem Teil. Weil die Federn sind wirklich ziemlich stark. Also das hält auch nur, wenn man dort wirklich ein Mikrofon dranhängt. Und dann kann man das aber auch in alle Richtungen biegen. Was mich auch gleich zu den Vorteilen bringt. Zum einen ist es ja natürlich viel platzsparender als so ein riesen Mikrofonstativ. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe. Weil man natürlich zum anderen auch die Montage direkt am Tisch bewerkstelligen kann. Ja, zum anderen ist es natürlich auch dadurch, ergibt sich natürlich auch mehr Bewegungsfreiheit. Das heißt, der Gelenkarm lässt sich um 360 Grad drehen und beliebig verstellen. Hier im Video sieht man es gerade. Dort zeige ich gerade den ganzen Gelenkarm und gleich müsste ich den auch eigentlich noch schwenken. Das mache ich wahrscheinlich gleich. Genau, hier sieht man es. Also wirklich 360 Grad lässt sich der drehen. Und hier sieht man es auch ganz schön beliebig verstellen. Ja, Nachteil und damit auch wahrscheinlich der einzige sind die Kosten. Das gute Stück kostet 80 Euro, aber das ist es auf jeden Fall wert. Ja, ich habe es bis jetzt getestet. Also das, womit ich jetzt aufnehme, ist auch schon der Gelenkarm mit dem dazugehörigen Rode. Und das sitzt bombenfest. Da wackelt nichts, das ist stabil, lässt sich leicht verstellen. Wie auch transportieren und daher gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Unboxing-Videos sehen wollt, dann gebt doch einen Like, abonniert und schreibt vielleicht eventuell auch eure Erfahrungsberichte mit dem Gelenkarm, falls ihr schon diesen besitzt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Unboxing-Video. Bis dahin, ciao!